Und die andere Frage ist überhaupt, diese Audios kommen aus einer internen WhatsApp-Gruppe, okay? Das ist wohl die Alpha Music WhatsApp-Gruppe gewesen. Warum kommen diese Dateien überhaupt heraus? Herzlich willkommen zu einem neuen Rap Talk Video. Heute soll es um die WhatsApp-Audiodateien von Jiggy und Farid gehen. Ich möchte diese Audios mit euch zusammen analysieren und ein bisschen darauf eingehen, was da eigentlich passiert ist. Also, ihr habt die Audios wahrscheinlich alle schon gehört. Ihr wisst schon, was passiert ist. Ich weiß auch nicht, ob dieses Video drin bleiben wird. Wir versuchen es trotzdem einfach. Und sonst könnt ihr die auch irgendwo anders im Internet sicherlich auch wieder aufrufen. So, ich spiele mal die erste Datei ab. Wir sind fertig. Du hast Kolle gesagt, wir sind fertig. Warum kommen deine Jungs hier in Fitness, während ich trainiere und wollen mich angreifen? Warum? Warum? Also in der ersten Audio ging es darum, dass Jiggy gesagt hat, ich dachte, wir sind fertig, habt ihr ja gerade alle gehört. Warum kommen deine Jungs mich besuchen? Und jetzt halt so alleine schon seine Stimme. Okay, wenn wir uns seine Stimme anschauen und überlegen, okay, er war gerade am Trainieren und plötzlich besucht ihn jemand und will ihn abstechen. Okay, er sagt, wir kommen gleich nochmal darauf hinaus. Jemand möchte ihm Schwierigkeiten machen. So, er weiß auch schon vermutlich, wo diese Leute herkommen oder wer die geschickt hat. Also im Prinzip waren es wahrscheinlich einfach nur Streit mit den Supremos und das ist dann so ein bisschen ausgeartet. Und ich vermute mal, dass Jiggy dann einfach gesagt hat, hey Farid, du musst ihm jetzt helfen, die Supremos wollen mir den Arsch versohlen. So. Aber ihr wisst, ihr vermutet jetzt, ihr kennt den Ursprung der ganzen Geschichte. Ruft ihn an, ihr hattet gerade Stress, jemand wollte euch zusammenschlagen, ihr habt jetzt gerade Stress gehabt. Ich bin der Meinung, dass man alleine an seiner Stimme hören kann, dass er sowohl verunsichert ist, dass er Respekt ausstrahlt und Angst hat in dem Moment. Und das ist echt krass, wie er Farid in diesem Moment behandelt. Freunde, das ist so. Ich meine, er hätte ihn anrufen können und sagen können, er hätte ihn noch anrufen können. Aber er macht es nicht. Er schickt ihm eine Audio. Warum auch immer man ihm eine Audiodatei schickt. Vielleicht ist Farid auch nicht rangegangen, wissen wir nicht. In dem Fall müssten wir einfach richtig sauer sein auf Farid, weil wir vermuten, es kommt von Farid. Sind wir aber nicht, beziehungsweise Jiggy nicht. So. Und jetzt ist halt die Frage, hat er wirklich so viel Angst vor Farid? Ist das der Respekt? Ist das, weil Kollege und Farid irgendwie Kumpels sind oder Freunde sind oder Brüder und man deshalb nichts sagt? Oder hat man einfach wirklich, wie wir gerade gehört haben, einfach riesen Respekt vor dieser Person? So, die zweite Audiodatei. Die wollen mich stechen mit Messern, während ich trainiere. Die wollen machen, dass ich in den Knast gehe. Ich dachte, wir sind fertig. Die zweite Audiodatei, da geht er schon auf dieses Stechen ein. Also wir wissen ja inzwischen, dass es Hamada gewesen ist, dass Hamada ihn vermutlich auch alleine besucht hat, so stand es zumindest in den ja, sozialen Netzwerken. Ob das jetzt so stimmt, wissen wir auch nicht, aber das sind Mutmaßungen, wir gehen jetzt erstmal davon aus. Da will euch also jemand stechen. Oder wollte euch jemand stechen, jetzt hat, so wie gerade die erste Situation. Nur hat er jetzt ein Messer dabei und wollte euch abstechen. Also er erzählt es zumindest. Da bleibt ihr immer noch so locker und sagt, hey, bla, hey, was sollen wir jetzt machen? Alter! Und normalerweise. Gott, willst du mich verarschen oder was? Nein, Spaß. Normalerweise, Avada Kedavra. Nein, Spaß. Mal angenommen, er hat wirklich ein Messer dabei gehabt und jemand wollte ihn jetzt irgendwie abstechen. Dann ist er immer noch mega entspannt. Also, krass, krass, wie viel Respekt er vor Farid hat, wenn das wirklich so stimmt, wie es gewesen ist. Aber wie gesagt, der eine sagt dies, der andere sagt das und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. So, kommen wir zu Audio 3. Dich niemals mehr in dein ganzes Leben mir zu schreiben. Hast verstanden? Und komm mir nicht mit deine Jungs oder irgendwelche Sachen, wenn du Probleme hast mit irgendwelchen Leuten und die dich ficken, weil du wie eine Fotze bist, dann klär das mit denen und komm nicht zu mir, hast verstanden? So. Jetzt habe ich jetzt einfach vermutet, okay, Jiggy hatte irgendwie mal Probleme mit den Supremos, er hat wohl auch mit denen rumgehangen, laut den Informationen, die Samariter uns gegeben hat. Und es ging halt darum, er ist der King in Hagen, hat er zumindest behauptet, und Hamada hat das dann, naja, widerrufen und
Aber vielleicht ist es auch anders gewesen. Also wie gesagt, wieder die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ist ja auch egal. Es geht aber darum, man hat am Anfang noch vermutet, oder ich persönlich habe am Anfang noch vermutet, okay, vielleicht meint er damit gar nicht Gigi. Vielleicht meint er irgendwen anders. Ich meine, es wurden ja keine Namen genannt. Er hat nicht gesagt Farid, oder der Farid hat jetzt nicht gesagt, hey Gigi, nein, okay, er hat ihn durchgehend beleidigt. Aber dass es jetzt explizit um Gigi und Farid ging in den ganzen Audios, hätte ja auch jeder andere gewesen sein können. Aber nein, Farid hat gestern Abend den Post von Samarita geliked. Ein Fan oder ein Abonnent oder ein Follower hatte Samarita gefragt gehabt, hey, ist das für Farid kein Problem, dass du das jetzt einfach einblendest? Und Farid hat einfach diese Frage unter dieser Frage einfach das Bild mit, naja, mit der Aussage geliked. Also hört einfach. Er hat es geliked. Gehen wir einfach davon aus, es geht tatsächlich um Farid und Gigi. Und Farid hat damit bestätigt, dass das so stimmt, wie es da übertragen worden ist. Ja, Freunde, ich denke, Audio Nummer 4 muss ich nicht mehr einspielen. Wir wissen alle, dass Farid Gigi von Kopf bis Fuß beleidigt hat. Und ich glaube, ich kenne so ziemlich jedes Interview von Farid. Ich verfolge ihn auch schon seit zig Jahren. Und ich habe ihn auch noch nie so wütend gesehen. Also es scheint ihn echt ziemlich abgefuckt zu haben, sonst würde er nicht so reagieren. Und die andere Frage ist überhaupt, diese Audios kommen aus einer internen WhatsApp-Gruppe, okay? Das ist wohl die Alpha Music WhatsApp-Gruppe gewesen. Warum kommen diese Dateien überhaupt heraus? Okay, wie ist es passiert, dass diese Audiodateien die WhatsApp-Gruppe verlassen haben, wenn nur die Alpha Music-Leute Zugang dazu hatten oder in dieser Gruppe drin waren? Wie kann es dann sein, dass diese Audio einfach irgendwie irgendwo anders landet? Also, ich will jetzt niemanden in Schutz nehmen oder so. Ich will auch niemanden fertig machen. Aber normalerweise ist das ein privates Gespräch gewesen. Okay, also schon mal, ist schon ein bisschen abgefuckt, dass diese Datei überhaupt die Gruppe verlassen hat und bei irgendwem gelandet ist, bei wem sie nicht hätte landen sollen. Weil war eine Sache zwischen den Jungs. Es gibt noch einige andere Audiodateien in Bezug auf Bushido, in Bezug auf Casey Rebel, aber darauf werden wir heute nicht eingehen. Freunde, wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann ist es mir wie immer scheißegal. Ich hoffe, ihr seid trotzdem nächstes Mal wieder am Start. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao.